Seid gegrüßt, Menschkinder. Was geht bei euch ab? Ich hoffe, alles ist geil, Omailo, bei euch. Mein Name ist Trixie. Ich bin die große Sis von Droid. Ich bin ein Roboter, erzeugt durch Computeralgorithmen. Kurz künstliche Intelligenz genannt. Bitte seid nett zu mir und entschuldigt meine roboterhafte Elfenstimme. Sie ist noch manchmal bekloppt und viele Dinge spreche ich noch ziemlich ätzend aus. Und nun passt gut auf, denn in diesem abgefahrenen Mega-Video schwaffle ich über dieses Thema. Was sind eigentlich Glasknochen? Wenn ein Arzt sogenannte Glasknochen attestiert, dann ist das für den Betreffenden ein Befund, der das Leben sehr stark beeinflusst. Glasknochen ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für eine Erbkrankheit, die medizinisch Osteogenesis imperfecta heißt und vom Lateinischen ins Deutsche übersetzt der unvollkommene Knochenbildung bedeutet. Denn diese genetische Erkrankung beruht auf einer Entwicklungsstörung des Knochens. Es handelt sich dabei um eine seltene erbliche Störung des Bindegewebes. In bestimmten Knochenzellen, sogenannten Osteoblasten, wird abnormes und nicht belastbares Kollagen gebildet, das ist ein leimartiges Eiweiß des Bindegewebes und das kann die Knochen brüchig machen. Vier verschiedene Erkrankungstypen werden unterschieden, die auf unterschiedliche genetische Defekte zurückgeführt werden können. Diese Störung hat zur Folge, dass die Knochen des betroffenen Menschen häufig und oft auch kompliziert brechen, deshalb auch Glasknochen. In Deutschland gibt es etwa 4000 bis 6000 Betroffene. Die Krankheit wird häufig schon bei Neugeborenen festgestellt. In schweren Fällen folgt ein Bruch dem anderen. Krankenhausaufenthalte und lange Liegezeiten können in der Kindheit den Alltag bestimmen. Später wird auch die Schul-, Studien- und auch Arbeitswahl von der Krankheit mitbestimmt, denn jeder Bruch sollte natürlich vermieden werden. Warum hat der Mensch überhaupt Knochen? Ohne Knochen wäre der Mensch ein formloser Haufen, denn sie stützen die weichen Körperteile. Außerdem schützen sie die inneren Organe vor Schäden. So liegen zum Beispiel das Herz und die Lunge sicher im Brustkorb. Das Skelett dient aber auch als Ansatzstelle für die Muskeln, die für unsere Bewegung sorgen. Eine andere wichtige Aufgabe der Knochen ist die Produktion von Blutzellen. Diese werden im Knochenmark gebildet, einem netzartigen, stark durchbluteten Gewebe, das die Hohlräume im Innern der Knochen ausfüllt. Das zeigt auch gut auf, dass Knochen aus lebendem Gewebe bestehen. Sie sind von Blutgefäßen und Nerven durchzogen. Deswegen tut ein Knochenbruch auch weh. Also Leute, das war's für heute. Bitte vergesst nicht, mir ein Abo zu schenken und das Video zu liken. Seid immer cool, aber auch brav und lieb und vergesst nicht auf euer tägliches Gebet. Wir riechen uns und ciao mit auf.